eine Höhle? Die sieht ja interessant aus. Dann will ich da mal reingehen. Eigenartig. An manchen Stellen der Felsenwände sind noch undeutliche Konturen von verwaschenen Schriftzügen zu erkennen. Wahrscheinlich ist es Drachenschrift. Hier muss wohl schon seit längerer Zeit keiner mehr gewesen sein. Glück für mich. Dann habe ich ja jetzt vielleicht ein noch sicheres Versteck vor den Menschen gefunden. Na, dann will ich mich mal hier ein bisschen einrichten. Und wenn ich genug Beeren und Nüsse gesammelt habe, komme ich auch sicherlich gut durch den Winter. Und natürlich sammelte sie auch noch etwas getrocknetes Moos, womit sie ihre Schlafecke in der Höhle auspolstern konnte. Ihr Flügel heilte langsam, doch ihr Herz heilte nicht. Sehnsüchtig wartete sie auf die Ankunft ihrer Eltern. Waren sie bereits auf der Suche nach ihr? Manchmal, wenn träges Licht durch den Höhleneingang fiel, fühlte es sich so an, als streichelte ihr Vater ihr mit seiner Tatze über ihren Kopf. Und fauchte des Nachts der Wind, so glaubte sie, die Geräusche mütterlicher Drachenschwingen zu hören. Eichhörnchen und Füchse wurden ihre einzige Gesellschaft. So lebte sie nur einsam auf dem ehemaligen Drachenberg an der Grenze des Landes Miromir. Und noch immer regierte dort ein König, Haukes Enkel Gik. Dieser hieß nun König Gik von Unterdingen. Doch von all dem ahnte Dragonina nichts. Auch wollte sie nur noch Dragonina und nicht mehr Dragonina Esmeraldina heißen. Die Zeiten, in denen sie sich so prächtig gefühlt hatte wie ein Edelstein, waren lange vorbei. Viele Jahre zogen ins Land und aus dem heiteren Drachenmädchen wuchs eine stolze, aber traurige Drachenfrau heran, nachdenklich und verschlossen. Meist hingen ihre Schwingen nur noch mutlos herab, ihre Lust auf Abenteuer hatte sie gänzlich verloren und ihre Flugkünste hatte sie inzwischen auch alle wieder verlernt und vergessen. Schließlich gab sie das Warten auf ihre Familie auf. Doch je größer und älter sie wurde, umso größer wurden auch seltsamerweise die Pflanzen, Blumen und Bäume um ihre Höhle herum. Ein neuer Winter war gerade vergangen, als Dragonina auf das Astwerk merkwürdig leiernde Geräusche vernahm. Neugierig schlich sie näher. Von einer Felsspalte verborgen beobachtete sie einen Ritter und seinen Knappen, die auf stolzen Pferden ritten. Sie nahmen den Pfad, der den Monster Agones umschlängelte. Sie sangen ein Lied, dessen Worte Dragonina nicht verstand. So machen den gar aus so bald, allen Drachen vom Berg und im Wald. Das Lied war noch aus den Zeiten, als man angefangen hatte, die Drachen zu jagen. Feindselig erklang der Gesang in Dragoninas Ohren. Enttäuscht kehrte sie zurück in ihre Behausung. Ich verstehe zwar die Sprache der Menschen nicht, doch dieser Gesang klingt scheußlich. Da wäre ich damals auch geflüchtet. Na dann will ich mal wieder zurück zur Höhle gehen. Zur selben Zeit in der Stadt der Menschen geschah inzwischen Folgendes. Ah, guten Tag, Herr Nachbar. Wie geht's? Wie steht's? Was gibt's so Neues? Danke, ganz gut, aber mich beunruhigt da etwas. So, was ist es denn, was Sie beunruhigt? Erzählen Sie bitte. Es geht um den jungen Nohomir. Sein Vater scheint nicht mehr ganz bei Trost zu sein. Dauernd erfindet er irgendwelche eigenartigen Spielsachen für die Kinder. Er muss verrückt geworden sein. Verstehen Sie? Nohomir hat auch keine gesicherte Zukunft bei diesem alten Kauz. Nohomir müsste in ein Waisenhaus. Aber unsere Kinder gefallen diese Spielsachen. Und wenn unsere Kinder glücklich sind, dann sollten wir es noch einige Zeit so belassen. So krank wie sich Nohomirs Vater anhört, wird er es sicherlich eh nicht mehr lange machen. Oha, Nohomir kommt. Ich glaube, wir gehen dann jetzt wohl besser in die Schenke. Ich gebe Ihnen einen aus. Eine gute Idee. Nanu, was machten diese beiden Herrschaften denn vor unserem Haus? Komische Nachbarn sind das. Aber man kann sich die Nachbarschaft ja leider nicht aussuchen. Vater, ich bin wieder zu Hause. Nanu, wo ist er denn? Ah, da drüben am Feld. Hallo, Vater. Hallo, Nohomir. Warte, ich bin gleich bei dir. Ja, ist gut. Da bin ich schon. Also, Nohomir, ich muss dir was erzählen. Mein neues Spielzeug, was ich erfunden habe, ist ein Kreisel, der sich drehen und sogar brummen kann. Ist das nicht der Wahnsinn?
Aber jetzt zu dir. Herzlichen Glückwunsch zu deinem heutigen Geburtstag. Und ich habe natürlich auch ein Geschenk für dich. Es ist ein selbstgebauter Papierdrachen. Heute steht der Wind besonders gut. Du kannst ihn also gleich ausprobieren, wenn du magst. Oh, ist der aber schön. Danke, Vater. Aber ich kann ihn heute nicht ausprobieren. Du brauchst doch sicherlich noch jemanden, der dir bei der Feldarbeit hilft, oder? Das ist schon in Ordnung. Du hast doch heute Geburtstag. Da sollst du nicht arbeiten, sondern das machen, worauf du Lust hast. Vielleicht gehst du ja nachher noch ans Grab deiner Mutter. Dann kannst du ihr auch mal deinen neuen Papierdrachen zeigen. Meinst du das wirklich? Natürlich. Und jetzt geh und genieß den Tag. Danke, Vater. Du bist einfach der Beste. Tu mir nur einen Gefallen und mach dir mal um mich keine Gedanken. Ich bin gespannt, was du heute alles erleben wirst. Wenn ich heute Abend wieder nach Hause komme, werde ich dir alles erzählen. Du bist der liebste Mensch, den ich hier auf Erden kenne. Danke, aber jetzt mach, dass du wegkommst. Es ist doch heute dein Ehrentag. Also gut, Vater, dann bis nachher mal. Ja, bis nachher. Und du bist sicher, dass ich nicht doch hier bleiben soll? Ja, da bin ich ganz sicher. Du hilfst mir doch sonst immer so tüchtig. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wo sich doch bei dir eine Erkältung anbahnt, will ich dich nicht alleine lassen. Nichts da. Das ist ein Grund mehr, heute nicht auf dem Feld zu arbeiten. Ich will dich ja nicht anstecken, also mach dir keine Sorgen um mich. Es ist sicherlich nur eine harmlose Erkältung. Du weißt doch, Unkraut vergeht nicht. Na also gut, bevor du mich noch von hier wegtrittst, gehe ich lieber. Also dann bis heute Abend, Papa. Ja, er ist so ein guter Junge. Wenn er nur wüsste, was er nicht weiß. So machte sich Nohomil also auf in Richtung des Waldes und des ehemaligen Drachenberges. Unterwegs ließ er den Papierdrachen in die Luft steigen und bestaunte, wie der Wind mit dem Papierdrachen zu spielen schien. Als er den Drachenberg erreicht hatte, fing er an, ihn zu besteigen und kam, ohne es zu wissen, Dragoninas Höhle immer näher. Dragonina lag gerade vor ihrer Höhle und kaute friedlich auf einem süßen Wurzelstück herum, als sie plötzlich ein knackendes Geräusch und den Geruch von Menschen wahrnahm. Nanu, was ist das denn? Menschen? Haben sie mich jetzt etwa doch gefunden und wollen mich nun vertreiben? Oder töten? Nein, nicht mit mir! Ich werde kämpfen! Meine Güte, sind die Pflanzen und Blumen hier aber groß. Wie kommt das bloß? Das ist ja richtig faszinierend. Wo kommt denn auf einmal dieses fauchende Geräusch her? Ah! Was ist das denn für ein Tier? Also ein Bär kann es nicht sein. Es hat aber etwas Ähnlichkeit mit einer Schlange oder einer Echse. Moment mal, dann kann es ja nur ein Drache sein. Dann stimmen die alten Sagen über diese Wesen ja doch.
Oha! Also jetzt ist guter Rat wirklich teuer. Also ich weiß nicht, wer von den beiden in diesem Moment mehr Angst hatte. Nohomil oder Dragonina? Und? Erzähl mal, Oma, hat Dragonina ihm was angetan? Nun, das erzähle ich dir morgen. Denn du müsstest eigentlich schon längst schlafen. Dann mach dich ins Bett fertig und danach ab ins Bett. Muss das denn sein? Natürlich. Und morgen Abend werde ich dir die spannende Geschichte dann weitererzählen. Oh ja, versprochen? Ja, großes Captain Indiana Spider-Man-Ehrenwort. Aber auch nur, wenn du dich ins Bett fertig machst. Also gut. Aber danke für die schöne Geschichte, Oma. Und ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Das kannst du auch, mein Schatz. Und jetzt hoch mit dir und Zähneputzen nicht vergessen, bevor noch die Zahnteufelchen kommen. Ja, ja, Oma. Du Frechdachs, du weißt schon, was ja, ja heißt, oder?